Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man so schöne Origami-Geister für Halloween basteln kann. Und zwar braucht ihr dafür erstmal ein quadratisch zugeschnittenes Blatt Papier. Das sollte auch nicht zu dick sein, also kein Pappkarton dafür nehmen. Und dieses quadratische Stück Papier knickt ihr erstmal Spitze auf Spitze aufeinander, sodass ein Dreieck entsteht. Das öffnet ihr aber sofort wieder. Nachdem ihr diesen ersten Schritt gemacht habt, nehmen wir uns jetzt die rechte Ecke und knicken die auf die Linie, die wir gerade gefaltet haben. Und das machen wir auch mit der linken Seite. Linke Ecke nehmen, auf die Linie falten, die gerade entstanden und schön platt drücken. Jetzt sieht das fast aus wie ein kleiner Drache. So, das müssen wir aber wieder öffnen. Und jetzt im nächsten Schritt holen wir uns die obere Ecke einmal nach unten. Und zwar bleibt die obere Ecke hier auf der Linie, die wir gefaltet haben. Und die ziehen wir so weit runter, bis sie hier in den Ecken ist von den Falten aus Schritt 2. Ihr seht, hier haben wir den Drachen gefaltet. Da gehen die Linien vom Drachen. Und da muss jetzt auch die Faltung von oben aufhören. Das lassen wir einmal nach unten gefaltet. Dann falten wir den Drachen wieder zusammen. Und es geht zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt falten wir jetzt diesen Drachen, der hier außen noch da ist. Dann nehmen wir hier oben die Ecke von links und gehen jetzt so runter, dass die Linie an diesem oberen Dreieck entlang geht. Das machen wir rechts, links und das machen wir auch rechts. Und drücken diese Faltung auch wieder schön platt. Das müsste jetzt so bei euch aussehen. Und jetzt im nächsten Schritt klappen wir das hier wieder nach oben, sodass das so aussieht. Und jetzt nehmen wir uns hier die rechte Seite und legen diesen Rand hier auf diese Ecke, so dass Linie auf Linie ist. Und das öffnen wir wieder und machen das Ganze auch auf der anderen Seite. Also wir schnappen uns links diese Kante auf diese. Schön gerade und klappen das wieder auf. Als nächstes müssen wir nun den oberen Teil hier nehmen und knicken jetzt auf der rechten Seite so, dass diese Kante auf diese Kante kommt. Einmal auf der rechten Seite und jetzt einmal auf der linken Seite diese Kante auf diese Kante. Schön platt drücken und wieder auffalten. So, im nächsten Schritt schnappen wir uns jetzt einmal hier die rechte Seite und
Diese äußere Kante muss jetzt auf hier diese Mittellinie gebracht werden. Dass es so aussieht und das auch auf der linken Seite. Und so sollte es dann aussehen. Also die äußeren Kanten hier und hier auf diese Mittellinie bringen. Eins, zwei. Das Ganze müssen wir wieder öffnen. Und jetzt drehen wir uns das ganze Blatt Papier. Und das müsste jetzt so bei euch aussehen. Und jetzt holen wir den Kopf nach unten. Wir haben hier schon eine Linie gefaltet, deshalb müsste das ganz einfach für uns gehen. Schwupp! Und kommen dann zum nächsten Schritt. Wenn ihr jetzt immer gut gefaltet habt und die Kanten auch gut platt gedrückt habt, müsste der nächste Schritt ganz einfach sein. Wenn ihr es das erste Mal macht, dann ist es vielleicht ein bisschen tricky, aber ihr kriegt es bestimmt hin. Und zwar haben wir jetzt hier verschiedene Faltungen. Und ihr nehmt jetzt einmal einen Finger da in diese Ecke und einmal da in diese Ecke. Und den lasst ihr da. Und jetzt drückt ihr mit den Daumen hier dieses Kopfteil hoch. Und ihr seht, ta-ta-ta-ta, unser Kopf entsteht dadurch, dass wir das jetzt, na, da habe ich jetzt nicht sauber gefaltet, dadurch, dass ich das hochdrücke. So, ich mache das nochmal. Also erst habt ihr das so. Dann ist hier eine Ecke und da eine Ecke. Und jetzt geht ihr mit den Däumchen unter das Papier und drückt die gefalteten Stellen nach hinten. Und dann entsteht ein Geisterkopf. So. Aber nur mit Kopf sieht das ja noch nicht so wirklich nach Geist aus. So, und jetzt habt ihr hier eine Faltlinie. Und hier eine Faltlinie und die klappt ihr jetzt einfach, eins, zwei, ganz nach hinten und schon habt ihr nämlich eure Geisterform. Jetzt malen wir dem werten Herr oder der Frau Geist einmal ein paar Augen. Und vielleicht noch einen Mund, wo er gerade Huhu sagt. Und jetzt können wir noch zwei, drei Sachen machen. Damit der Geist jetzt nicht so flach ist und bleibt, können wir jetzt einmal noch den Geist umdrehen und diese Kante hier noch einmal nach innen falten ein bisschen bis zu den Armen hier. Und das machen wir auch auf der Seite. Also einfach noch mal eine schöne Kante reinmachen. Und dann ist der Geist schon gar nicht mehr so flach. Und was uns auch noch helfen kann, damit der Geist ein bisschen mehr Form bekommt, ist hier unten die Spitze einmal zu verdrehen und hier oben auch einmal die Spitze zu verdrehen. Jetzt ist mir das ein bisschen eingerissen, aber das macht nichts. Geister sind ja alt und vielleicht auch schon ein bisschen kaputt. Und jetzt kann man gucken, ob man noch den Geisterkopf ein bisschen dicker bekommt, indem man die Faltung so ein bisschen zusammendrückt. Und ta-ta-ta-ta,
Ihr müsstet jetzt einen Geist haben. Genau, der liegt dann auch nicht ganz flach auf dem Tisch, aber das ist ja egal, weil der wird ja später bei uns aufgehängt.